Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Wir versuchen, wie Alexander der Große einst, so vorzugehen, wie er einst vorgegangen ist. Und genau hier um Ägypten rum gibt es mir viel zu viel Widerstand. Also zu Alexander Zeiten war das nicht so. Ah, und Pergamon hat jetzt das da übernommen. Ja, vielleicht übernimmt der das und dann kann ich es zurückerholen und so weiter und so fort. Dann steige ich mal mit den Verteidigern Pellas hier ein. Der da kann ja da bleiben. Genau, mit der wollte ich muss ich ja jetzt nicht mehr, weil Polonia ist ja jetzt wieder in unseren Händen, beziehungsweise in den Händen von in den Händen von unseren Buddy, den Spartaner. Okay. Da werden ja unsere Kavalleristen sehr viel Spaß haben. Mit den ganzen. Das ist die Garnisonsarmee. Also wenn er sich clever anstellt und sich einbunkert, was hier ziemlich so aussieht, als könnte man das sehr gut machen. Die Kriegsherren. Die haben ein Pferd. Wow, cool. Ich will auch ein Pferd als Symbol. Wieso? Ja, voll blöd. So ein Scheiß. Unzufrieden. Trocken, keine Nachteile. Was sehe ich denn da? Also. Ja, das ist ja wieder. Die haben einfach halt die Karte recycelt. Also die Stadt. Also sie haben es jetzt einfach östlich gemacht. Aber sieht schön aus. Also. Sieht schon schön aus. Aber trotzdem ist halt, So, ich würde sagen, dass ich mit zwei Pikinieren einmal da und einmal da hingehe. Hopliten einmal dahinter, einmal dahinter. Die machen mal so. Pell-Tasten gehen hier in Stellung und die gehen da in Stellung. Und diese da gehen hier in Stellung. Na dann, auf geht's. Das nähert sich feindlicher Unterstützung. Wo? Ah, ganz hinten. Okay. Oh, nicht so schnell, also es geht gemächlich zu. Der geht mal auch hier hin. Ich spule mal ein bisschen vor. Ich glaube, der bunkert sich halt wieder hier ein. Würde ich auch machen, beziehungsweise ich würde es hier oben machen. Der hat ja zwei, hier sieht man, wie die hier rumstapfen. Genau, der hat ja zwei Speereinheiten. Da siehst du. Der hat ja zwei Speereinheiten. Und dementsprechend hätte er das hier sehr viel besser machen können.
Unser General wird angegriffen. Wie schnell der ist. Was war das denn für ein heftiger Charge? Der war mal übertrieben. Na, die habe ich ganz vergessen hier. So, da kommt hier der fette Mob. Das wäre natürlich besser gewesen. Nein, bitte einfach. Kavallerieeinheit kann hier mal ein bisschen aufräumen. Und die gehen hier hin, die da können hier weitermachen. Oh, den habe ich jetzt vergessen. Wir können mal hier voll an die Seite. Autsch. Das ist schön. So, jetzt kommen die Pferde nach da und räumen hier mal schön auf. Wo geht... Das ist natürlich dumm, was ihr da macht, ne? Das ist natürlich dumm, was ihr da gerade gemacht habt. Vielleicht Defensivmodus wäre ganz gut. So, ihr steigt mal hier hin. Ihr unterstützt die mal. Jetzt geht mal. Ein bisschen blöd immer. Schön in den Rücken. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Ja, surprise, ne? Er ist immer noch nicht fertig. Uiuiui.
Stopp bitte. Der Rest gehört den Nahkämpfern. So, du machst hier mal weiter. Gut. So, das war doch mal ein eindeutiger Sieg. Der General darf auf jeden Fall auch mal. So, erschüttert. 10. 30. Mach mal den platt. So. Ja, wie gesagt, also wenn er sich besser aufgestellt hätte, also der hat am Schluss, ich glaube, ja, 3, 4 und jetzt am 400, ne? Krass. 3 oder 4 Bogenschützen einfach weggeworfen und dann am Schluss die ganze restliche, den ganzen restlichen Pack. Und das war halt einfach. Naja, ich meine, die haben beide so 200, 300. Aber ja, am Schluss haben die ja beide noch ziemlich viel aufgeräumt. So. Ah, Mann. Verdammt, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich hätte easy das abreißen können. Naja, egal. So, auf jeden Fall habe ich jetzt Metall. Das ist schon mal gut. Du bist mal jetzt so und machst den mal platt. Ja, das können wir automatisch machen. Ja, aggressiv wegen der Dings da. Aber ja, okay, den hätte ich sogar selbst spielen können, weil der, das macht schon Spaß, den High Level dann so zu spielen. Erfahrungsrang ist natürlich immer gut. Okay, das ist ein gutes. Warte, was geben die anderen? Ja, nee. Ist auch gut. Das ist auch gut. Barbaren brauchen wir nicht. Ja. Ja. Nee. Die sind alle gut. Ich glaube, ich mache wirklich das da. Weil Moral ist natürlich super und in fremden Territorium. Ja, das. Ich bin die ganze Zeit im fremden Territorium. Und dementsprechend, ja. Kann man das schon machen. Warte mal. Dann mache ich das mal kurz nicht. Und der bekommt noch eine Einheit. Und zwar Kavallerie. Der bekommt auch noch was. Und zwar hier das da. Banner heben. Dann, wie sieht es denn hier oben aus? Genau, mit dem warte ich noch. Ja, Seehandel ist. Wäre auch gut. Minus 1 Nahrung, das kann ich verkraften. Okay. Gut. Schon wieder was vergessen. Die beiden. Die bekommt. Okay, stehlen 400 Wohlstand. Aber ich mach mal jetzt den da. Also, dass sie. Ah, verdammt, okay. Ich hätte das da machen sollen, weil. Ja. Hier bei Makedonien ist es anscheinend was anderes. Also bei Rom oder Epirus ist es.
Bei Rom oder Epirus ist es kritischer Erfolg oder also Erfolgswahrscheinlichkeit, die erhöht wird, wenn man gegen feindliche Agenten Sachen macht, ne? Und die hat das anscheinend nicht. Egal. Ja, komm. Da machen wir in der nächsten Folge erst weiter. Also, ja. Ich glaube, ich kann bei dem relativ viel noch mitnehmen. Also, es sei denn, er benutzt wirklich seine Fernkämpfer mal. Ja, das glaube ich nicht. So, er ist da. Ach, das kennen wir ja auch, ne? Die kennen wir ja auch. So. So. Ich mach mal so und so. Und so. Ja, das ist ein bisschen blöd. Warte, ich mach's andersrum. Ich mach's andersrum, ich mach das hier. So, so. So. Und so. Okay, dieses Mal geht er mit der Kavallerie nicht so cool um. Unser General wird angegriffen. Kein Angriff, Bürgerwehr. Nee. Dieses Mal geht er schlauer voran. Ist so krass, wie man hier wirklich so eine Spalte zwischen denen sieht. Ah, okay, vielleicht ist er da, dann doch nicht so klug. Na, die Bogenschützen sind gut. Die sind gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Die sehen cool aus. Also so die Bögen. Richtig cool. Alter. Das ist halt krass. Das ist schon mal gut.
Wieso ist der so weit vorne? Ja, Idiot. Bleib doch einfach in der Phalanx drin. Ich meine, das ist ja gut, dass die nicht mehr schießen, ne? Aber ja, langsam 88 nur noch. Alter, wie oh, der ist halt mittendrin, ne? Oh. Ich hätte die nicht mitnehmen sollen, weil jetzt fangen wirklich die mehr an zu schießen. Ich glaube, die machen auch gerade den schweren Schuss, kann es sein. Und normalerweise ist der, glaube ich, nicht so deutlich zu sehen. Auf jeden Fall sind hier schon sehr, sehr viele Leichen. Alter. Zum Glück erschießt er nur mit der Hälfte. Das ist halt so heftig, man sieht halt wirklich gar nichts. Man hat halt keine Ahnung, wie es halt wirklich aussieht. Also, ob man gewinnt, ob man verliert. Oder von der irgendwo her. Wow, voll der Headshot. Au. Ja, jetzt rankt er auch. Die Pikinier-Einheit. Ja, aber wie schon gesagt, also wenn er seine Bogenschützen gut eingesetzt hat, oder gut einsetzte, ja, habe ich keine Chance. Also hier 790. Ich glaube, das ist mein neuer Rekord. Also ich weiß nicht mehr, wie viel ich bei den bei dem letzten Epirus oder vorletzten Epirus habe ich, glaube ich, auch so 750. Und habe halt, mein vorheriger Rekord war lag bei 550. Unsere und dann gemeinsamen irgendwie, Feinde werden vor unserem Bündnis erzittern. Ja. Genau, und jetzt habe ich einmal 500 gemacht und dann so, ah, cool, noch ein bisschen. Dann habe ich. Nee, das war auch hier. Stimmt. Es liegt uns fern zu bedrängen oder einzuschüchtern. Doch solltet ihr euch eurer Position besinnen, ehe ihr antwortet. Ja. Also, ihr könnt gerne unser Klientelkönigtum werden. Sehr gerne.
Genau. Ja, das war auch hier. Krass, hier bei Makedonien habe ich zweimal meinen Rekord gebrochen. Kavallerie. Kosten von Kavallerie. Ja, ich mach mal Infanterie. Oh nein, ein Kind ist gestorben. Oh. Mission erfolgreich. Ach krass. Plus 19.000. Ui. Ui, ui, ui. Gut. Cool. Ja, dadurch, dass ich die beiden jetzt bekommen habe. Ja. Dadurch kann ich jetzt mit meiner fetten Armee Richtung Memphis gehen und den da ausräuchern. Soll ich das spielen? Eigentlich nicht, oder? Ja, nee. Das ist, ja, eigentlich kein. Ja, 200 verloren. Das war auch ziemlich dumm von ihm, weil er so aggressiv reingegangen ist. So, hier baue ich keinen Tempel mehr, sondern hier kommt die Brotbackmaschine. So, der da ist jetzt auch hinüber eigentlich. Der bekommt. Ah, ich wollte eigentlich stehen machen, aber egal. Ja, doch, das spielen wir. Aber erst nächste Runde. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt eine tolle Woche noch. Morgen ist Freitag und dann ist wieder Wochenende. Alles gut. Macht's gut, bis dann. Bye.